Die Gemeindemauer in Schanwald ist schon lange in der Weihnachtsstimmung. So war es auch beim Konzert am Sonntag. Es ist schon für mich wunderschön gewesen. Also es ist sehr traditionell. Einmal im Jahr kommen die drei Chöre zusammen. Und es ist einfach auch dieses Jahr wieder wunderschön gewesen. Es bringt eine wahnsinnig tolle Stimmung, bringt sie ins Dorf hin. Die vorweihnachtliche Stimmung bringen sie voll und ganz zum Ausdruck. Und gerade bei diesen drei Chören zeigt sie natürlich, wie wichtig dass die Vereine eben sind für ein Dorfleben. Und da ist eben so ganz schön, wenn man so schaut, die Kleineren, die Größeren und die Älteren. Und vor allem, wie sich die drei miteinander ergänzen. Wenn man das wirklich gesehen hat, eins nach dem anderen, miteinander und am Schluss der große Auftritt von allen drei Chören, eine wunderbare Sache und ganz schön zum Schauen, wie das einfach alles zusammen funktioniert. Ich bin jetzt fast 20 Jahre beim Young Unlimited Chor dabei und Präsidentin bin ich gerade in der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit dort geworden, genau, seit 3,5 Jahre bin ich jetzt Präsidentin. Ich leite seit dem Januar das Reba-Chörli und Young Unlimited Kids. Selber bin ich schon lange in dieser Chorgemeinschaft dabei. Ich habe als Kind selber schon bei den Kinderchören mitgesungen und habe dann relativ früh zu den Erwachsenen wechseln und bin bis heute dort dabei. Jetzt sind es 10 Jahre, wo ich schon Jubiläum hatte als Chorsängerin. Heute bin ich als Chorsängerin nicht dabei gewesen, sondern habe mich auf die zwei Chöre fixiert. Und das Konzert ist sehr gut gelaufen. Ich glaube, es ist super angekommen im Publikum. Ich freue mich sehr über das viele positive Feedback, das es schon gegeben hat. Ein paar Kleinigkeiten passieren natürlich immer, aber es gehört dazu. Chormitglieder kommen aus dem ganzen Land. Und wir haben beim Young Unlimited sind wir etwa heute Abend 26 mehr gesungen, haben noch ein paar pausiert oder so. Wir sind um die 30 Mitglieder und bei den Kleinen sind, bei den Mittleren sind um die 8 und bei den ganz Kleinen sind 18 Mitglieder im Moment. Wir haben schon im Sommer angefangen, also wir haben ja höher später angefangen, weil wir ja im Frühjahr noch beim Wettbewerb mitgemacht haben in Linz. Sehr erfolgreich und seit dem September proben wir praktisch jede Woche, immer am Samstag und teilweise noch zusätzliche Proben, verlängerte Proben und auch Soli-Proben natürlich für die einzelnen Solostellen und so. Young Unlimited probt immer am Samstag vom 5 bis 7 Uhr. Kinderchöre proben beide nacheinander am Mittwochnachmittag. Young Unlimited Kids, unsere Chörle, nacheinander. Und wir haben einfach auch vor dem Konzert, mehrmals oder so unter dem Ding, so Probe Samstag, wo wir vom 9 Uhr bis 3 Uhr einfach am Stück, wo wir auch immer so Registerproben machen. Genau, wo uns jetzt das Jahr oder Bill Maxfield und Iris Engelfried Meidert unterstützt haben. Es ist immer etwas ganz Besonderes, in einer Kirche zu singen. Ja, das ist, muss sagen, für mich immer ein Highlight in der Kirche. Also wir haben ja gestern eben in Escher gesungen. Das ist eine ganz andere Kirche, natürlich mehr gotisch, ganz hoch. Aber hat auch eine wunderbare, trägende Akustik und das sind für manche Lieder sehr gut. Schwierig ist eher mit der Klavierbegleitung, dass das sich gut zusammenmischt, oder? Weil natürlich der Klang sehr viel nachhallt. Und die Murakirche ist eigentlich da ein bisschen angenehmer, weil es nicht so viel Nachhall hat. Oder? Und die Leute dämpfen natürlich auch, die im Publikum sind. Aber es ist natürlich sehr angenehm, gerade die Lieder in so einer Kirche zum Singen, weil es dort richtig zum Träger kommt, wenn man es die ganze Zeit im Probelokal singt, wo es sehr gedrückt ist und sehr trocken. Oder? Dann freut man sich wirklich, wenn man es denn in der Kirche in den Klang so genießen kann. Peter Frick war immer gerne dabei, auch vor seinem Vorsteheramt. Es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, ich sage jetzt mal zumindest, was bei uns im Dorf angeht. Also auch gerade die Events, die wir im Dorf haben, gerade die vorweihnachtlichen Events, habe ich auch vorher natürlich auch im Amt als Bürger von hier, aber auch als Landtagsabgeordneter, habe ich die sehr gerne besucht. Jetzt der heutige Abend in der Rolle als Vorsteher, habe es genau gleich genossen wie die Jahre davor. Grundsätzlich denke mir, ich bin einer, der die vorweihnachtliche Zeit genießt und Weihnachten grundsätzlich. Und dort mache ich dann nicht einmal einen grossen Unterschied, was meine Rollen angeht. Ich kann voll aufgehen in dieser Zeit und spielt keine Rolle, in welcher Rolle dass ich hierher komme. Ich genieße das sehr und das ist eben für mich jetzt wieder ein Highlight mehr gewesen.
tatsächlich habe ich eine kleine Pause. Also wir würden eine Woche die Gemeindeverwaltung zu haben. Und in dieser Woche würde ich auch schauen, dass ich nicht ins Büro gehe, sondern dass ich wirklich die Zeit mit der Familie geniessen kann. Und das ist ja eine wertvolle Zeit. Und dann würde ich wirklich schauen, dass ich die voll und ganz mit der Familie ausschöpfen kann.